So, willkommen zurück, YouTube. So. Sieht da was Besonderes? Sieht nicht so aus. Hier ein ganz normaler Händler und Reparatur und das war's, ne? Also, das ist ja ein tolles Heimatdorf. 66er Gear. So. Oh, schon wieder weggeklickt, sorry. Krass, wenn ich im Spiel bin, warum auch immer, wenn, das muss irgendein Bug sein, wenn ich ins Spiel gehe, in das Spiel reinklicke, geht meine, sowohl meine G710 Plus, also meine Logitech-Tastatur, als auch mein Spezial, ich drücke einen Button, um die Zähne zu switchen, G13, geht da das Licht aus. Warum auch immer. Durch Steine und Keulen und ins Travanische Hinterland gereicht. Wie weit ist das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Im Travanisches Hinterland? War das nicht gleich das erste? Das war doch gleich das erste Gebiet, oder? Heavensward. Und hier reicht's weiter, oder was? Ist doch aber cool, dass das so weit reicht. Bei WoW hat sich jeder aufgeregt, dass sie mit den ersten Quests auf der Höllenhalbinsel beim ersten Addon bei Burning Crusade direkt dein komplettes High-End-Equip getauscht hast. Dein lila High-End-Equip gegen grüne Scheiße. Ich irre mich? Okay. So. Mefrit sagt, Ältester sei gegrüßt. Entschuldige, dass ich unser Kommen nicht angekündigt habe. Mein letzter Besuch in Al-Ganha liegt schon lange zurück und ich hätte schon viel früher nach dem Rechten sehen sollen. Haganfried, naja, ein Wikinger, so ist er nicht, ne? War relativ zum Schluss. Ah. Okay. Aber dann ist es doch eigentlich cool. Dann hat es ja wenigstens noch einen Sinn gehabt. Und dann hast du nicht gleich alles, was du die Monate vorher gemacht hast, batz weg. Ist doch tipptopp. Damals wollte eigentlich die Mehrheit der Community, und das waren bei WoW damals sehr, sehr viele Hardcore-Raider, wollten eigentlich nur, dass man, die wollten eigentlich gar nicht, dass das Item-Level angehoben wird, sondern einfach nur, dass es angehoben wird, aber erst wieder im Endgame. Und dass kein Level abgibt. Und dass man, dass es einfach vom Prinzip neuer Content ist auf gleichem Level, der schwerer wird. Ist natürlich für ein MMO nicht möglich, weil du dann die ganzen Casual Gamer verlierst. Aber, okay. Gut, es war bei WoW so. Das war, glaube ich, bei allen Addons, bei allen Fantasy-Spielen, bei allen, wie sagt man, bei allen MMOs danach nicht mehr so, weil die Leute dann ja halt wussten, wie es läuft und sich damit abgefunden haben und gemerkt haben, dass das ja gar nicht so schlimm ist. Weil man kann ja trotzdem wieder nerden. Also ist ja vollkommen Wurst. Wurst. So, Mefrit, bist du nun hier, um in unserem verlorenen Dorf nach dem Rechten zu sehen? Ja, das geht natürlich schon. Aber das Item-Level ist trotzdem immer gestiegen, wahrscheinlich, oder? Und man hat das alte Equip dann vom Prinzip, wenn ein neues Addon kam oder ein neuer Patch kam, halt leichter bekommen, um weiterzukommen. Dann ist das mit dem Level ja eigentlich auch vollkommen irrelevant. Oder bist du hier, um noch mehr von unserem Jüngsten wegzunehmen? Weil du frisches Blut für unsere Befreiungs für deinen euren Befreiungskrieg brauchst. War übrigens das erste Mal, dass die Kamera nah rangezoomt hat, um die Emotionen von ihm zu verdeutlichen. Habe ich vorher noch nie gesehen in diesem Spiel. Top. Wenn nicht, dann nehme ich alles zurück, wenn es das schon öfters gab. Mir ist es noch nie aufgefallen. Du sprichst vom Greif und seinem Eisenmasken. Ich habe gehört, dass er hier war und etliche kampfbereite Dorfbewohner mitnahm. Ist das wahr? Ja, so ist es. Mit seinen Reden hat er den Funken der Unzufriedenheit in unseren Herzen zu einem hochlodernden Feuer entfacht. Sie gingen und keinen sahen wir je wieder. Und nun kommst du, um auch noch den letzten von uns wegzunehmen. Habe ich recht?
Der Greif war ein Verräter und ein Wahnsinniger. Die Befreiungsarmee hat mit seinen Machenschaften nichts zu tun. Wir haben ein Bündnis mit der EOC'schen Allianz geschlossen. Dieses Mal haben wir eine echte Chance, etwas zu verändern oder zu ändern. Eine echte Chance? Diesmal? Sagt das den Witwen, die ihre toten Söhne beweinen, den Greisen, die ihre verschleppten Enkelkinder verloren. Sie haben schon zu oft an günstigen Gelegenheiten und Veränderungen geglaubt, um noch mehr für einen Sieg zu opfern, an dem man nur noch in Ralgas Wacht glaubt. Aber wollt ihr denn ewig unter den verhassten Galear euer Dasein fristen? Sie haben uns unser Land gestohlen, unsere Tradition und sogar unser Gott. Und von dem bisschen, was wir noch haben, nehmen sie noch einmal ein Zehntel. Ja, ich hasse die Galear mit jeder Faser meines Herzens. Doch mein Hass ist nicht genug, um noch mehr in den Tod zu schicken. Geht, verlasst das Dorf. Ich werde den Patrouillen nicht verraten. Was? Ich werde den Patrouillen nicht verraten, dass ihr hier wart. Aber geht und kommt nicht wieder. Hat harte Worte, aber verständlich. Kannst du so etwas sagen? Ja, ist doch klar. Wir haben einen Steinbruch, der gerade genug abwirft, damit das Dorf überlebt. Die Arbeit ist knüppelhart und wir sind auf die Jungen und Starken angewiesen. Und da kann ich keine Außenstehenden gebrauchen, die daherkommen und uns die Arbeitskräfte wegnehmen, die das Dorf ernähren. Also kann ich sehr wohl sagen, geht und kommt nicht wieder. Ich werde nicht gehen, denn dieses Dorf ist mein Dorf. Es ist mein Zuhause. Und auch der Dorfälteste kann mir nicht sagen, zu verschwinden. Dein Zuhause? Was sagst du denn da? Jetzt sehe ich es. Diese Augen, diese Haare. Bist du etwa mit dem alten Hex verwandt? Bist du eins von Curtis' Kindern? Ich heiße Lise und ja, Curtis' Hex war mein Vater. Ich bin nach Gyrabania gekommen, um mein Heimatland zu befreien. Bei Relgas Kometen. Ich erinnere mich an dich und an deine Schwester. Ihr wart noch so klein, ich hätte nicht gedacht, euch je wiederzusehen. Meine Schwester wird nie wieder zurückkommen und viele andere Söhne und Töchter ebenfalls nicht. Das ist der Grund, warum wir kämpfen müssen. Du klingst sogar wie der alte Curtis. Entschuldige, ich hatte nicht vor, ein Kind dieses Dorfes zu verbannen. Alla Ganha ist dein Zuhause, genauso gut, wie es mein Zuhause ist. Du darfst bleiben und deine Freunde fürs Erste auch. Aber ich sage es noch einmal, wir können es uns nicht leisten, euch zu helfen. Wir werden sehen. Kommt. Muss ich erstmal nachlesen hier. Ich habe kein Item-Level in diesem Sinn. Ich habe nur Equipment mit besseren Stats. Ja, okay. Ist ja dann ein Item-Level. Wird ja auch irgendwie generiert mit einer gewissen Anzahl an Punkten, die dann verteilt werden auf die Stats, ne? Bestimmte Situationen. Okay, also sowas wie Feuerresi und sowas. Oder mehr Hits, mehr Dodge und so weiter. Was Yoshi auch von mir jetzt übernimmt, ist, dass es Relic-Rüstung gibt. Die kann man nur mit Waffen Man kann nicht nur die Waffe verbessern. Schreibt mal nicht so viel hier. Waffe verbessern, sondern auch die Rüstung und den Schmuck. Okay. Man konnte sich für jeden Skill einiges Equipment zusammenstellen. Dafür perfekt waren. Viele Spieler haben sich Makros mit jedem Skill gesetzt und das Equip getauscht. Ja, das war hardcore anscheinend, ne? Einige Hardcore-Spieler haben während des einzelnen Chats dreimal das Equip gewechselt. Ja, okay. Während eines einzelnen Casts, sorry, in der Chats. Eines einzelnen Casts, das ist ja krass. Yoshi, was denn Yoshi? Achso, CEO, ja. Das ist der von Nintendo, auf dem Super Mario immer reitet, ne?
Steht ja einiges rum, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich gucke da immer nur auf die Schrift. So, machen wir denn jetzt hier? Müssen wir wahrscheinlich doch Leute überzeugen, ne? Nichts und wieder nichts. Ja. Dann kannst du ja mit uns gehen, wenn du hier eh nichts findest. Es hätte besser laufen können, aber auch sehr viel schlechter. Wir haben es Lise zu verdanken, dass wir überhaupt bleiben dürfen. Jedenfalls sind wir gewarnt. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen, wenn wir die Leute nicht gegen uns aufbringen wollen. Reden wir mit den Bewohnern einzeln, hören wir, was sie zu sagen haben. Und wenn wir jemanden finden, der bereit scheint zu kämpfen, werden wir ihm ein Angebot machen. Und wir wollen helfen. Und wir wollen helfen, wo wir können. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass die Befreiungsarmee es gut mit ihnen meint. Gut, wir treffen uns dann später wieder. Mappendap. Es sind zwei Leute, okay. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du von mir? Du willst mir helfen? Du führst doch was im Schilde, oder? Mach, dass du wegkommst, bevor ich... Nein, warte. Es gibt da etwas. Du willst also wirklich helfen? Kennst du den Teich im Südwesten? Wir nennen ihn Grüm und Enid. Okay. Mein Bruder ängstlicher Korl hat dort etwas gefunden. Das gute Gaga-Leder. Ich möchte, dass du es mir bringst. Alles klar, worauf wartest du denn noch? Ja, geil. Oh, ganz da hinten, ey, das ist der andere. Gut, das sind jetzt zwei Quests, die nehmen wir beide gleichzeitig an. Vielleicht ist das ja in der Nähe. Griseldis. Hey du, halt. Hey du, halt dich fern von mir. Heute ist kein guter Tag für belanglose Gespräche. Lacht meine Frau. Ob ich ein Problem habe, bei dem ich Hilfe brauche? Machst du Witze? Ich habe 99 Probleme und eins davon ist mein Bein. Ich kann es kaum bewegen. Es tut weh, besonders in der Mittagshitze. Das Einzige, was hilft, ist ein Heiltee aus Chapulihorn und Hornrabenkralle. Es lindert die Schmerzen etwas, aber die Zutaten sind nicht einfach zu bekommen. Ich muss wahrscheinlich einen Chapuli und einen Hornrabe töten. Du würdest mir die Zutaten besorgen? Weißt du auch, dass man dafür einen Chapuli und einen abanischen Hornraben erledigen muss? Aha. Da bin ich ja mal gespannt, ob du dein Wort auch hältst. Mann, ich kenne das Spiel so gut, ne? So. Gut. Gut geraten. Danke, danke, danke. War auch wirklich schwer. Wo ist der? Ach, das ist doch hier unten. Okay. Stimmt, das andere war hier weiter, ne? Okay, ist schon der erste Chapuli. Oh, wäre sogar noch einer gegangen. Naja, egal. Da war schon das Chapuli-Horn. Wo ist der Hornrabe? Ach, da hinten. Okay. Ja, klar. Was war denn das für ein geiles Pferd? Sah aus wie von My Little Pony.
Das ist ein Hornrabe? Anscheinend. Also. Ich muss mir noch richtig auf Taste legen. Eben ist in einem Reittier an mir vorbeigelaufen. Habe ich echt den Lochisch auslaufen lassen. Habe ich es bekommen? Ja, habe ich bekommen. Gut. Das war so mit so einer blauen Mähne. Irgendwie ein weißes Pferd mit blauer Mähne oder so. Sah zumindest im Vorbeireiten so aus. Recht klein, ungefähr so wie ein Chocobo. Leviata. Okay. War auf jeden Fall ein Pony. Pony oder Pferd. Mein Bruder schickt dich wirklich. Ah, das ist, was ist. Das hat da, das ist, was ist, gefunden habe. Was ich gefunden habe. Bring das zu meinem Bruder, ja. Und nicht verlieren. Haufen Jutesack. Okay. Okay, alles klar. Aus der Zweierzeit. Hast du natürlich alle Chemie, ne? Schätze ich mal. Hast du wirklich die Zutaten besorgt oder bist du hier, um mir zu sagen, dass du doch keine Lust hast, mir zu helfen? Ist wieder mein Sohn im Hintergrund. Bei dem ist auch ein bisschen warm im Zimmer. Da kann der wahrscheinlich auch nicht so gut schlafen heute Nacht. Oh, du hast dein Wort gehalten. Also nicht ablenken lassen. Meine Frau ist dort. Ich lasse ihn nicht sterben. Keine Angst. Du hast dein Wort gehalten. Wer hätte das gedacht? Es tut mir leid, dass ich so unfreundlich war. Mein Bein quält mich jeden Tag mehr und wir haben schon viele Enttäuschungen erleben müssen. Und dann ist heute auch noch diese Sache mit der Patrouille passiert. Aha. Den können wir aber eh nicht gebrauchen für unsere Armee, oder? Vielleicht als irgendwie der am Computer sitzt und auf den Knopf drückt für einen Luftschlag oder so. Weil der hat halt ein lahmes Bein. Ist nichts gegen Leute mit lahmen Beinen, aber wie willst du den denn verwenden? Die haben auch mein Bein so zugerichtet. Sag mal, bist du von der Befreiungsarmee? Dann lass mich dir mal erzählen, was passiert ist. Ich wollte raus in die Zinn, um zu jagen. Kaum habe ich das Dorf verlassen, da rennt mir eine Patrouille über den Weg. Die sehen meinen Speer und denken, ich bin eine Widerstandskämpferin. Das ist eine. Ja, dann brauchen wir sie doch. Für die gute Stimmung, ne, im Team. Dabei wollte ich doch nur auf die Jagd gehen, um meinen kranken Vater etwas zu essen zu machen. Diesen Bastarden habe ich es zu verdanken, dass ich nicht laufen kann und mein armer Vater leidet weiter. Wenn ich dich nur etwas früher getroffen hätte, es wäre mir eine Ehre, an der Seite eines so edlen Kriegers zu kämpfen. Ja, dann ist doch gut. Dann haben wir doch die erste Schar.
Warst du bei meinem Bruder? Weiß. Uff, ganz schön schwer. Na, vielen Dank. Was da drin ist? Salpeter. Du weißt schon, woraus man Schießpulver macht. Im Steinbruch werden immer wieder kleine Mengen davon gewonnen. Sag's nicht weiter, aber einer der Arbeiter dort füllt es uns ab und überlässt es uns. Wir verkaufen den Salpeter dann an einen Händler, der ab und zu mal hier vorbeikommt. Und der verkauft ihn an die Befreiungsarmee. Ja, dankeschön. Mein Bruder und ich hassen das Kaiserreich. Haben auch allen Grund dazu. Unser Vater wurde vor 15 Jahren in der galaischen Armee zwangsrekrutiert und auf einen blutigen Kriegszug irgendwo in ein fernes Land geschickt. Also helfen wir der Befreiungsarmee, wo wir können. Nur mitkriegen soll es keiner. Wir haben Angst, dass man unseren Vater bestrafen würde. Dabei wissen wir nicht einmal, ob er noch lebt. Hier im Dorf sind viele, die die Galeaner hassen. Jeder hat einen Grund dazu, aber das heißt nicht, dass jeder bereit ist, gegen sie zu kämpfen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe. Hoffen wir, dass die Jungs in Ralgris Wacht etwas mit dem Schießpulver anzufangen wissen. Oder anfangen können. Abgeschlossen. Und nu? Ach, wieder zurück, ne? Zu Mefrit. Ich habe ja richtig viel gekämpft bisher. Muss man ja schon sagen. Ach, ist eigentlich vollkommen Wumpe, ne? Direkter Treffer. Brauche ich wahrscheinlich. Was ist denn direkter Treffer? Ach, annehmen. Okay. Das ist eh Wumpe. Ich habe meinen Proviant abgegeben und versprochen, eine Karawane mit Lebensmitteln vorbeizuschicken, aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Es wird immer gefährlicher für die Bewohner, das Dorf für die Nahrungssuche zu verlassen. Die Galear machen immer noch Jagd auf Aufständische und sie sind nicht wählerisch in der Auswahl ihrer Opfer. Frag doch Lise mal, ob sie jemandem helfen konnte. Alles vorgeblänkel hier, ne? Alles vorgeblänkel. Direkter Treffer ersetzt Präzision. Ah, okay. Kann auch gleichzeitig mit einem normalen Crit eintreten. Okay. Aber nicht doch, ich wollte doch nur... Und wo warst du die letzten 20 Jahre? Auf der anderen Seite des Walls und hast es dir gut gehen lassen, ne? Keinen Moment hast du an deine Heimat gedacht, stimmt's? Das ist nicht wahr. Wer bist du denn? Jetzt gebe ich's ihm aber. Gehörst du etwa auch zu dieser selbsternannten Befreiertruppe? Boah, das ist aber ein bisschen aggro, der Typ. Aber geile Friese. Auf eure Hilfe können wir verzichten. Ihr wollt uns ja doch nur dazu anstacheln, ein Castrum mit nichts als Spitzhacken und Spaten anzugreifen. Habe ich recht? Danke, aber die Eisenmasken haben schon genug Unheil über uns gebracht. Starker Bursche, heißt er übrigens. Und du hast dir nichts zu sagen. Du weißt nicht, wie es ist, unter den Stiefeln der Galear zu leben. Du warst ja nicht hier. Du bist keiner von uns. Ich liebe das Dorf und ich liebe seine Bewohner. Wenn ihr ein Herz habt, dann geht und zieht uns nicht mit rein in euren Krieg. Wir haben schon genug Helden beerdigt. Könnte doch auf dem Rücken reiten, neben dem großen Bruder. Ich kann mich an Final Fantasy VII fast nicht mehr erinnern. Ja, ich weiß, wen du meinst. Aber ich kann mich an Final Fantasy VII nicht mehr erinnern. Wird aber demnächst irgendwann kommen. Ich hab da richtig Bock drauf. Was soll man da sagen? Er hat recht. Ich habe keine Ahnung, was das Dorf in den letzten 20 Jahren durchgemacht hat. Trotzdem, dies ist keine Sache, die nur dieses Dorf angeht. Es geht um die Zukunft von ganz Alamigo. Gehen wir zurück zu Mefrit. Alles klar.
Mefrit. Er gibt heute eine Lesestunde, ne? Ragnfrid ist mit seiner Meinung nicht allein. Wie er denken hier viele. Kein Wunder nach dem, was am Belsawald passiert ist. Ich dachte, sie würden auf mich hören, weil ich doch auch von hier bin. Aber so einfach ist es nicht. Im Gegenteil, sie werfen mir vor, nicht da gewesen zu sein. Und das stimmt. Mach dir keine Vorwürfe, Liese. Ich bin auch geflohen. Und wenn ich nicht geflohen wäre, wäre ich heute vielleicht tot oder könnte nicht mit dir und Gorby gegen die Galliar kämpfen. Ich mache mir keine Vorwürfe. Ich habe nichts zu bereuen. Es muss eben jeder für sich entscheiden, wie er kämpft. Das ist korrekt. Hilfe, so hilft doch jemand. Was los? Sehen wir nach. Kratter? Diese diebischen Rattenviecher, unser Tribut. Ruhig, sagt, was ist passiert. Mein Bruder Vergrata und ich waren unterwegs zum Castrum, weil doch der Tribut fällig ist. Und dann haben uns die Quickwirren überfallen. Sie haben meinen Bruder mitgenommen, zusammen mit unserem Geld. Mitgenommen? Wohin? Ich weiß es nicht. Sie sind Richtung Süden gelaufen. Ich flehe euch an. Vergrata ist der letzte meiner Brüder, der noch lebt. Wenn er nun auch noch... In die Richtung liegen doch die Ruinen des alten Stufentempels. Die rote Zikkurat. Wenn die Quickwirren ihn dorthin verschleppt haben, ist er so gut wie tot. Mefrit Gorby, wir müssen der Frau helfen. Wir können ihren Bruder retten. Yeah. Mit Mefrit sprechen. Abgeschlossen. Wir müssen den Mann finden. Oder zumindest das Geld. Die Galliar neigen zu heftigen Reaktionen, wenn sie ihren Tribut nicht bekommen. Von wegen. Also los, lasst uns nach ihrem Bruder Vergrata suchen. Wie es aussieht, haben die Quickwirren ihn in ihr Lager an der roten Zikkurat südwestlich von hier verschleppt. Freiwillig werden sie ihr Frühstück nicht herausrücken. Bereiten wir uns lieber auf einen zähen Kampf vor. Wir müssen den Mann retten, bevor die Quickwirren ihn mit Haut und Haar verspeisen. Okay. Oh, steh. Da will ich nicht hin. Ich muss hier runter, ne? Was ist das? Staub-Anila. Gibt's hier eigentlich auch ein Bestiarium? Oder fehlen mir doch viele Einträge von vorher, um hier überhaupt was zu antöten zu können und was mir was bringt? Hier ist eine Reparatur-Fuzzi? Was ist hier denn los? Handel und Reparatur. Gerissener Raptor? Okay. Aber Bestiarium ist nur im Low-Level-Bereich. Okay, alles klar. Bringt es eigentlich hier irgendwie was? Doch, bringt das ist gar nichts. Ne? Für was nutzt man das? Für was nutzt man die ganzen Sachen bei den Händlern? Würde es eins geben, das zweite von dir genannte. Okay, alles klar. Ah, muss man. Also, es ist wirklich so, wie ich es gedacht habe. Erst die unteren Ränge dann machen, um zu den oberen zu kommen.
Blutgleiter, alles klar. Man nutzt diese Teile, um die Zweitklasse zu leveln? Verstehe ich nicht. Habe ich das richtig verstanden? Die Sachen bei den Händlern nutzt man, um die Zweitklasse zu leveln? Achso, weil die dann keine Quiff von der Main Story mehr bekommt, oder was? Verstanden. Ah, immer hier das nächste Level willst du. Kimi ist schlau. Hilf mir doch jemand. Single-Inni? Der Krater muss ganz oben auf dem Zikkurat sein. Die sehen ja süß aus. Wollt ihr unser Frischfleisch haben? Wir geben nichts ab. Nein, nein, nein. Freiwillig rückt die bei Krater nicht raus. Da holen wir uns eben mal mit Gewalt. Wenn ich das eine halbe Stunde mache, tänzen die jetzt eine halbe Stunde hin und her, ne? Wird die irgendwann müde? Käse, wir brauchen Käse. Ach, Feuer gemacht, Steph. Sicher ist sicher. Ich muss schon da hoch jetzt, ne? Ja. Coole Sache. Bisschen steil hier. Jo, Nachteil, Bester. So. Einen Moment.
Auf Facebook? Okay, alles klar. Mein Sohn ist schon wieder wach. Meine arme Frau. Bin ich hier schon richtig? Aber ich muss wahrscheinlich einfach noch weiter hoch, ne? Aber merkt, wenn der Norris mal ausläuft, hat man ein richtig Problem mit dem Damage Management, ne? Muss man echt sagen. Das ist echt krass. Man hört's ja. So ist er, der Kleine. Der kann, wenn er will. Echt noch ist abgelaufen, niemals. Das ist ja richtig scheiße. Okay, gucke ich halt besser. Mach ich. Da will er ja am Freitag schon wieder Geld haben. Machen wir es denn am Freitag? Was kommt denn am Freitag raus? Da ist ja wer Grater. Was sollen diese Rattenviecher? Was wollen diese Rattenviecher nur von mir? Essen wollen sie dich. Seit Monaten esse ich nichts als Sandhafer. Um für den Tribut zu sparen. Ich schmecke doch bestimmt widerlich. Da ist er ja und er lebt. Der Betrag ihrer Vorbestellung Final Fantasy. Ach so, Final Fantasy 12 Neuauflage kann man vorbestellen. Okay, alles klar. Was kostet das Ding? Insgesamt? Seid ihr etwa hier, um mich zu retten? Wir haben deine Schwester getroffen. Keine Angst, alles wird sie gut werden. Meine Schwester, sie lebt? Dem Zerstörer sei Dank. Dafür, dass er sie beschützt und euch zu mir geleitet hat. Es gibt also doch noch etwas, an das man glauben kann in dieser Welt. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr von den Quigwin auftauchen. Hast du dein Tribut noch? Ach, ist ja wieder die Collectors Edition. Was kostet denn normal? Alter, Wahnsinn. Der Tribut? Ich muss ihn sofort abliefern, bevor auch die letzte Frist verstreicht. Jetzt sofort? In dieser Verfassung? Verglichen mit dem, was die Galliar mit mir und meiner Schwester machen, wenn wir nicht schleunigst zahlen, bin ich noch doch in Topform. Außerdem ist der Wachturm der Galliar nicht weit von hier. Da kann ich den Tribut bestimmt auch bezahlen. Oje, mir wird schon schwummrig, wenn ich daran denke, den galläischen Geldeintreibern unter die Augen zu treten. Wir sind schon einen Monat in der Zahlung im Verzug und die Galliar sind nicht als nachsichtige Gläubiger bekannt. Ja, dann mach mal fix. Was kostet denn normal, Kimi? Weißt du das? Ich habe noch die alte Version auf Steam. Kriege ich denn die neue umsonst? Wäre cool. Ich bin froh, dass wir ihn retten konnten, aber irgendwie habe ich das ungute...
Wehe, du greifst mich an. Habe ich das ungute Gefühl, dass für ihn die Schwierigkeiten gerade erst anfangen? Ganz schön viel, ja. Ich glaube, ich habe auch eine Prepaid-Kreditkarte hier, wo auch Geld drauf ist. Wollte damit Bits kaufen, die nach der ersten Quest im Server cheeren. Benny und ich fanden aber heraus, dass man keine Bits. Ja, das habe ich letzte habe ich mitbekommen. Hat sie gesagt bei dem am Montag, glaube ich, bei dem Ice Extreme, ne? Ich habe kein gutes Gefühl und glaube, wir sollten Vergrata nachgehen. Ja, Kimi, dann wird es wahrscheinlich für dich nichts mit dem Sheeran, ne? Was echt schade ist. Echt jetzt? Mädchen. What? Der Stunt komplett oder was? Okay. Jetzt aber. Warum willst du ihn etwa aufhalten? Du weißt doch, was passiert, wenn er seinen Tribut nicht so schnell wie möglich bezahlt. Ich weiß, ich will ihn auch nicht aufhalten. Ich will nur in der Nähe bleiben, damit ihm nichts zustößt. Na gut, dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Ich frage mich, ob er schon beim Wachturm war. Wollen wir doch mal sehen, ob er eine Spur hinterlassen hat. Helft mir suchen. So, gut. Da hinten muss ich hin. Aber unten wahrscheinlich, ne? Staubiger Beutel. Bei genauerem Hinsehen findest du nichts, was auf der Gratisverbleib fließen lässt. Toll. Ach, das wäre jetzt auch ein bisschen simpel gewesen. Welke Blume? Echt jetzt? Hier kommt man nicht durch, doch. Oh, ich muss hier noch hier unbedingt auf die 2 legen. Oder ein Makro schreiben, dass er das jedes Mal nutzt, wenn es ab ist. Das ist echt nervig. Dark Souls 3 Prestige Edition. Aber Dark Souls ist nicht von Square Enix. Oder? Nee. Wieder nichts. Okay. Du findest eine Schokobefeder. Sie kann eigentlich nur von einem Vogel stammen. Ah, so, woher sonst? Hast du etwas gefunden? Eine Feder von einem Chocobo? Dieses Dottergelb? Ja, das könnte von Vergratas Lasttier stammen. Der Wind hat sie noch nicht weggetragen, also muss sie vor kurzem hier
noch hier gewesen sein. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance, ihm Rückendeckung zu geben, wenn er den Tribut zum Wachturm bringt. Der Aufgang liegt ganz in der Nähe, hinter dieser Biegung. Warum sind wir denn gleich dahin gegangen? Da hätten wir es ja auch gesehen. Vielleicht erwischen wir ihn, aber haltet euch im Schatten. Die Galliarden dulden niemanden in der Nähe des Wachturms. Okay. Ja, alles klar. Ja, Kimi, da willst du nichts mit den Cheers, dann musst du wohl auch nochmal spenden. Wenn du willst, natürlich. Ne, keine Aufforderung, weißt du ja, kennst du ja. Ein bisschen schade, ne? Cheers sind halt schon cooler, hast halt ein Symbol, ne? Und kostet insgesamt nicht so viel, wenn man kleine Cheers machen will. Weil ansonsten, ja, man kann auch kleine Spenden machen, aber da musst du halt, dann bringt es mir halt nicht so viel, weil ich jedes Mal diese Tax bezahlen muss, also diese Fee, ne? Oder ihr übernehmt das auch, aber dann kostet es euch halt für eine Euro-Spende halt auch 40 Cent mehr pro Euro-Spende. Ist halt auch blöd. Ich habe schon im Juni, als ich ein bisschen noch spannend. Sucht die ganze Zeit den Abo-Knopf für Prime-Kanal, Abo für hier. Aber ich finde ihn nicht. Verstehe deinen Text nicht. Also wenn du einen Subscribe-Button suchst mit British Prime, kannst du das machen, aber nicht bei mir leider. Weil ich bin noch kein vollwertiger, wie heißt Twitch-Partner. Und dann geht das nicht. Falls du das damit meinst. Bei Folge 122 auf YouTube. Ist immer noch spannend. Ja, ist spannend, ja. Nein, du kannst leider keinen Freesub bei mir machen mit Twitch Prime. Achso, ja. Geht da leider nicht. Vielleicht gibt es demnächst ein Abo-System für Affiliate-Partner, was ich bin, aber da weiß man, ist noch nicht raus und dann weiß ich auch nicht, ob man das mit Twitch. Mit Amazon Prime, also Twitch Prime, dann machen kann. Das kann ich dir nicht sagen. Haltet euch versteckt. Wer gerade muss jeden Augenblick hier entlang kommen. Da hört ihr schnell in Deckung. Die einzige Möglichkeit, die du bei mir hast, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, ist zuschauen. Da freue ich mich am meisten drüber. Machst du ja aber schon. Dann kannst du Bits kaufen, wenn du eine Kreditkarte hast. Und normal spenden, unten unter meinem Kanal über den Spenden-Button. Gibt's noch eine Möglichkeit? Rein geldtechnisch war es das. Und ich bin dran mit Loots. Nur will ich das zum Beispiel bei Final Fantasy nicht machen, weil dann wird jedes Mal, wenn ihr irgendeine Nachricht über Loots schreibt, wird hier unten irgendwo dann eine riesen Werbung eingeblendet. Bei Isaac kann ich das machen. Bei Final Fantasy fände ich das sehr, sehr schade, wenn jetzt in der Videosequenz hier unten plötzlich, jetzt kaufen Battlefield 95.783,3. Deswegen will ich das dann eigentlich bei Final Fantasy nicht anmachen, zum Beispiel. So, weiter geht's hier. Oh, Videosequenz. Vielleicht mal wieder was vertont. Das war schon lange nichts mehr. Meine Stimme leidet schon ein bisschen. Sind das auch Galea? Schlimmer noch, das sind Wolfsschädel. Eine extrem brutale Bande, sogar für die Galea. Egal was passiert, Lisa, bleib in Deckung. Hey, du da! Stehen bleiben! Hier ist Betreten verboten! Ich habe nichts getan. Ich bin nur hier, um meinen Tribut zu zahlen. Der war doch schon längst fällig. Gib es zu. Du spionierst für die Befreiungsarmee. Nein, ich habe nichts mit der Befreiungsarmee zu tun.
Ich musste mir Geld leihen. Das hat gedauert. Glaubt mir doch, ich bin nur hier, um mein Tribut zu zahlen. Ich hab gesagt, stehen bleiben! Oh. Dieses Almosen soll dein Tributum Capitis sein. 2/10 für das Kaiser. Das ist alles, was ich habe. Ich schwöre es. Schweig! Du bist ein Lügner und ein Dieb. Was wagst du es, den Kaiser um seine gerechten Einnahmen zu bringen? Nicht. Wenn du ihm jetzt hilfst, wird man ihn für ein Mitglied der Befreiungsarmee halten und seine ganze Familie verschleppen. Vielleicht sogar ermorden. Diese Feiglinge. Wie lange wollt ihr euch noch dem Kaiser widersetzen? Wann merkt ihr endlich, dass jeder Widerstand zwecklos ist? Alten Narren wie euch hat es meine Generation zu verdanken, dass man immer noch wegen unserer migischen Herkunft auf uns herabsieht. Egal wie hart wir arbeiten, egal wie gehorsam wir jeden Befehl ausführen, immer bekommen wir nur die Drecksarbeit. Das ist genug. Wir haben Wichtigeres zu tun. Los, wegtreten! Wenigstens haben sie ihn nicht mitgenommen. Kommt, wir kehren zurück. Und da hat sie wohl noch was gemerkt. Ich muss gerade hier mal auffüllen. Interessant. Was mit den 100? Kommt selten in Life in Real Life. Mit angreifen jetzt irgendwo. Ich muss hier mein Dings wieder zusammenbauen. Vorher kann ich nicht kämpfen. So. Gut. Den haben sie ganz schön vermöbelt da vorne. Lassen wir den jetzt einfach liegen, oder? Das war also die Anführerin der Wolfsschädel. Bin ich wieder live? Bin ich laut? Ja. Oh, die Dampflokpfeife, genau. Das ist die kleine Dampflokpfeife. Die große macht wesentlich mehr Dampf. Von der ich schon so viel gehört hatte. Sie wird von den Bewohnern als besonders brutal gefürchtet. Na, eben hat sie nichts gemacht, oder? Aber ist ja auch die Anführerin. Dabei ist sie selber eine Migitin. Aber eines Tages werden wir uns an den Landesverrätern rächen können. Und dann wird sich mein Schwert daran erinnern, wer sich auf die Seite der Galia geschlagen hat und wer nicht. Guck mal. Ist schon fies, ne? Ist schon fies. Ein Stäbchen. Cool.
Das finde ich übrigens gut hier. Finde ich immer noch gut hier, dass hier oben nochmal angezeigt wird, falls man zwischendrin was anderes macht. So. Wer gerade erlebt und der Tribut ist bezahlt, das ist alles, was zählt. Wie gesagt, lass uns nach Alaganha zurückkehren. Jetzt lass doch erstmal dem Typen helfen, der liegt doch noch da rum. Hier ist es nicht sicher und ich bin gespannt, was Raginfried zu dem Vorfall zu sagen hat. Ich glaube, ich habe heute 4. Oh, jetzt sind noch Zeitquests hier. Endlich mal ein bisschen kämpfen, ne? Ich habe heute 4 Gegner getötet oder so. Vielleicht 6. Ich habe es zu voll gemacht. Ich habe soeben mit Vergrata gesprochen. Ihr habt ihn aus den Klauen der Rattenviecher gerettet. Die Quirquen sind eine Sache, aber die Wolfsschädel hätten ihn beinahe zu Tode getreten. Und ich habe einfach nur zugesehen. Ich habe keinen Zweifel, dass ihr kurzen Prozess mit ihnen gemacht hättet. Aber ich bin euch dankbar, dass ihr eure Waffen habt stecken lassen. Man hätte Vergrata für einen Befreiungskämpfer gehalten und ermordet. Womöglich wäre das ganze Dorf verdächtigt worden. Nicht auszudenken, zu welchen Strafaktionen sich diese brutale Anführerin der Wolfsschädel entschlossen hätte. Vergratas Wunden werden heilen. Wir können von Glück sprechen, dass nicht mehr passiert ist. Wir leben. Glück? Von den Galliar wie Vieh behandelt zu werden, nennst du Glück? Sich ducken und die Schläge aushalten, das nennst du Leben? Ja, das tue ich. Als Mitglied lernt man eben, die Zähne zusammenzubeißen und die Schmach zu ertragen. Lise, ich weiß, dass du es gut meinst. Du willst uns helfen und ich danke es dir. Mit unseren und deinen Freunden. Aber wir sind an unserer Grenze. Wir können nichts entbehren, was der Befreiungsarmee helfen würde. Bitte sei uns deswegen nicht böse. Die sollen doch einfach das ganze Dorf hier nach, keine Ahnung, Geisterzoll schicken oder sowas. So viele Leute sind doch hier nicht. Die können wir doch dort aufnehmen. Ich bin nicht böse. Es ist nur... Sie ist genauso stur wie ihr Vater. Das ist auch, warum ich mir Sorgen mache. Sie soll nicht das gleiche Schicksal erleiden. Naja, also erstmal ein bisschen Leute kennenlernen. Ich dachte, Lise reißt sich zusammen. Doch dann ist sie einfach weg. Es ist alles ein bisschen viel auf einmal für sie. Unsere Mission, die Heimkehr ins Dorf und die Haltung der Bewohner hier. Wir sollten nach ihr sehen. Wo ist sie eigentlich hingelaufen? Irgendwo hier wird sie wohl stehen. Ins Zelt verkrochen? Lise. Es tut mir leid, dass ich einfach so weggelaufen bin. Dass eine Megid einen anderen Megiden so übel zurichten kann und dass die Bewohner dieses Unrecht einfach so hinnehmen, immer und immer wieder, das ist einfach nicht richtig. Ich habe ja nichts erwartet. Ich habe ja nicht erwartet, dass alle begeistert zu den Waffen greifen. Aber es fiel mir schon so schwer mit anzusehen, wie Vergrata einfach so dalag und sein Schicksal erduldete. Dann noch zu hören, wie Raginfried das unerträgliche Leiden auch noch rechtfertigte, das war einfach zu viel für mich. Ich kann nicht behaupten, dass ich das gleiche Leid ertragen musste wie die Dorfbewohner. Ich kann mich kaum an das Dorf erinnern. Oder an meinen Vater. Aber ich erinnere mich daran, wie ich mit Ida nach Shalayan geflohen bin. Wie viel Angst sie hatte. Wie ihre Augen schimmerten, wenn sie von ihrer Heimat sprach. Sie war so traurig. Aber dieses Dorf ist nicht meine Heimat. Die Bewohner sind zu anders.
Ja, mache ich, Kimi. Natürlich. Habe ich alles vor. Aber es sind jetzt eh nur noch ein paar Minuten der Stream. Und da mache ich jetzt noch ein bisschen Main Story. Ich habe gedacht, vielleicht kommt, werden wir hier fertig sogar. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann es ja probieren. Hey, du da. Ich habe dich überall gesucht. Oh, der starke Bursche wird weich. Du hast mich gefunden. Was willst du noch? Ich möchte mich entschuldigen. Ich habe da ein paar Sachen gesagt, die ich nicht so gemeint habe. Ich liebe das Dorf, das stimmt. Aber als einer von uns Hilfe brauchte, habe ich mich verkrochen, genau wie die anderen. Ich habe Vergrata sofort abgeschrieben, aber du bist los, um ihn zu retten, ohne zu zögern. Ich bin ein Angeber, der lauthals losschreit, aber nicht zu seinem Wort steht. Wer seine Leute liebt, der kämpft auch für sie. Und das will ich jetzt tun. Aber wieder ein. Du willst der Befreiungsarmee beitreten? Wenn ihr mich überhaupt noch nehmen wollt. Aber es geht nicht nur um mich. Ich kenne da noch ein paar, die genauso denken. Aber vielleicht wird auch nichts draus. Wir sind keine Krieger und die meisten von uns haben noch nie. Wenn ihr Alamigo liebt und etwas verändern wollt, dann seid ihr in Ralgas Wacht willkommen. Wir können neue Leute brauchen und werden euch zeigen, wie man mit Schild und Schwert umgeht. Na, da freut sich jemand. Danke, wir werden uns ins Zeug legen, das verspreche ich. Ich sag gleich den anderen Bescheid. Cool. Auf einmal bekommen. Zu anders hast du gesagt? Die Leute, meinst du? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Diese. Es sieht so aus, als wäre unsere Mission ein Erfolg. Konrad wird zufrieden sein. Kommt, wir kehren zurück nach Ralgres Wacht. Ja, optimal. Dörfchen abgeschlossen. Zumindest die Main Story in diesem Dorf hier. Geil. Da können wir ja doch noch ein Dings machen hier. Dann können wir ja doch noch Sidequests machen. Ganz kurz noch ein paar. So, das stoppe ich auch mal YouTube auf jeden Fall. Leute auf YouTube, wenn ihr auch Sidequests sehen wollt, kommt in den Livestream, ne? Tschüss.